Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 8.04.2020. Und im DAX hat man so ein bisschen den Eindruck bekommen, wie man hier so auf dem Bild sieht, ne? Also man selber vielleicht noch in der Position desjenigen, der hier steht, und alle springen raus und es purzelt und purzelt und purzelt und purzelt. Ne? Während man selber gerade so die Flughöhe verarbeiten konnte, die man erreicht hat. Ja, das ist ein komischer Tag gewesen, empfinde ich. Also, weiß nicht, wie es Ihnen so ergangen ist, aber ich fand ihn komisch. Also vom Verlauf her war eigentlich schön. Auch wenn ich so überlege, was wir so für Mails rumgeschickt hatten und Bewegung. Ich meine, das Hoch oben war jetzt nicht ganz so erwartet gewesen, aber zumindest die Rücklaufziele, die Rücksätze, auf die wir uns eingestellt hatten, die Stationen, die er kam, auch Rückzug, was erreicht wurde. Auch eigentlich, wenn wir das angucken, was wir in der Analyse gesagt haben. Hier im Tageschart hat man so eine Linie gezogen, ne? Haben gesagt, naja, das lassen Sie mal drin, es ist auch super Trend und so weiter. Lassen den Fall mal hier drin, auch wenn ich schon hier fast optimistisch war, dass wir weitergehen. Ja, in meiner Heimatsprache würde man sagen, es hat dran geschlagen hier, und der Junge. Aber ja, krass. Ich versuche mal auf Hochdeutsch zu bleiben. Oder zumindest unter meiner Interpretation den bestmöglichen Einsatz, den ich geben kann, um hier nicht zu sehr in meinem Slang abzurutschen. Ja, also wir sind klar oben dran gestoßen. Wir haben ja noch weiter hochgedrückt. Wir hatten im Tageschart diese Option eingezeichnet. Deswegen sollte es uns eigentlich jetzt nicht so überraschen, dass wir den Rücklauf kriegen. Vom Rücklaufziel haben wir dem hier durchaus noch ein bisschen mehr Platz gegeben, so 10,40 rum, 10,50 rum im 2-Stunden-Chart ähnlich. Wenn wir auch hier gucken, was wir hier gezeichnet hatten, ich meine, er hat es jetzt ein bisschen höher wahrgenommen, die eine Linie drüber wollte er noch haben, die 5,72, warum die ihm jetzt wichtig war, kann ich Ihnen gar nicht mal sagen. Empfinde die Marke jetzt nicht unbedingt wichtiger als die 4,30, mir persönlich wäre die 4,30 wichtiger gewesen, aber es soll egal sein. Wir haben gesagt, wahrscheinlich hier mit Long Trigger einfach noch weiter oben raus, hier noch ein Stößchen rein und dann erstmal wieder schön zur Seite. Haben auch gesagt, dass man durchaus damit rechnen muss, dass der ganze Dienstag jetzt hier einfach so zur Seite runtergleitet, um dann eben hier hochzukommen. Nun stehen wir da. Nun stehen wir da, haben den Rücklauf und jetzt müsste dann ja theoretisch eigentlich die finale Welle kommen. Oder was heißt die finale Welle? Aber der nächste Schritt in die nächste Seitwärtsrange, um es mal so zu sagen. Das heißt, man sollte sich zum Mittwoch schon darauf einstellen, dass der Kerl hier vielleicht nach oben rennen kann. Mich persönlich hat unheimlich irritiert, wie nervös der zum Abend war, wie viel Umsatz da noch durchging, wie viel. Naja, es wirkt schon ein bisschen nach Stress. Also, sicher sah das aus, nicht aus, kontrolliert auch nicht. Das vorher sah es kontrolliert aus. Hier oben, das wirkte echt kontrolliert. So runter, dann nur nochmal hoch, so ganz optimistisch. Und dann hat man schon so gemerkt, na, die 400, die beim ersten Mal, hat es jetzt zu flachs genommen, zu leicht. Da kam nicht Druck rein, aber als er drüber wollte, ging auch nicht. Ne? Also, haben wir auch im Premium-Dienst insbesondere unter die Lupe genommen, die 400. Und er hat sie nicht einnehmen können. Ne? Der hat sich mal kurz so drüber gezeigt und dann hat aber richtig Feuer gekriegt. Und das ist schon gefährlich jetzt, weil das ist ein Dreieck hier oben gewesen. Dann ist er unten ausgebrochen, also ein Trendfortsetzungsmuster, was er nicht im Trend aufgelöst hat, sondern dagegen. Sprich, er hat eine Top-Formation ausgebildet und hat die von oben per Pullback bestätigt. Also, das ist blöde. Also für den DAX ist es eigentlich letztendlich sogar eine negative Vorlage nach unten. Und negative Vorlage nach unten in dem Sinne auch jetzt so im Nachhinein nachvollziehbar, denn wir sehen ja, er ist weiter gefallen, ist jetzt hier zumindest unter die Tageseröffnung runter. Ne, das ist schon mal komisch, weil wir haben schon einen starken Tag gehabt, also 400 Punkte nach oben stechen, so nach dem Prinzip, na jetzt wird wieder alles in Ordnung, aber es waren wahrscheinlich alle einfach zu positiv gleich gewesen. Ne? Die Erwartung, die ich hier oben hatte, oder die ich hier oben kommen sehen hatte, dass plötzlich alle total positiv sind, die ist ja hier schon reingekommen. Also, dass man gefühlt ist man ja schon fast davon ausgegangen, alles wird gut, der steigt auf 13.800. Ne, ich glaube, so viele so in die Gedanken reingegangen. Und von daher ist es ganz nachvollziehbar, dass er jetzt hier erstmal runtersetzt. So, und jetzt wird es ein Drahtseilakt. Jetzt wird es ein Drahtseilakt, denn das muss jetzt nach oben wieder aufgedreht werden. Kriegt er das jetzt nicht aufgedreht, dann hat er ein Problem. Weil dann gehen ihn nach unten, geht ihm jetzt echt die Deckung dann auch flöten, weil er eben zu übertrieben nach oben gelaufen ist. Zu aggressiv letztendlich vielleicht sogar auch.
und sich dadurch unten kaum Unterstützung stehen lassen hat. Das heißt, wenn der jetzt hier noch durch die nächste Zone fallen sollte, die sich jetzt hier so um die ja, 10.150, 10.060 vielleicht im weitesten noch spannt, ne? Also die 10.060 würde ich schon noch so als letzte Barriere mit reinnehmen, von der er sich jetzt hier in die, im Rahmen unseres Pfeiles, den wir gezeichnet haben, bewegen darf. Aber alles, was so unter 10.60 geht, also ganz ehrlich, hier ist auch ein echt großes Gap noch offen, ne? Und ich hätte dann schon gewisse Sorgen und die sind berechtigt, dass unser DAX uns hier unten noch das Gap wieder zumacht. Und das sind ein paar Meter, Freunde. Wenn es den jetzt wieder dann nach unten Richtung 10.500 nudelt, das ist schon ordentlich. Also, das wäre gut Bewegung. Das sind 700 Punkte nochmal rückwärts. Das ist in etwa das, was er jetzt zum Montag nach oben geschafft hat. Wenn er das zum Mittwoch nach unten drückt, na, dann ist aber wieder was los hier. Also, dann ist das Geschrei groß. Weil das sicher den einen oder anderen dann doch derbe aus dem Konzept läuft. Man kann ja nicht mal sagen, na, dann macht er bloß das Gap zu und steigt wieder hoch, weil wenn er das jetzt hier verbrät und nach unten knallt, dann hat er ja auch einen Wellenschnitt, ne? Dann ist die Welle abgestorben, völlig abgestorben. Diese Impulswelle, die ja eigentlich das hier nochmal nach oben formen sollte, die wäre in dem Sinne tot, wo wir hier unten das Gap zu machen. Ne? Also die wäre nicht mehr valide, die wäre ungültig. Und damit unser DAX im Grunde in der Versagerwelle vollendet und also das könnte unten dann sehr ungemütlich werden. Von daher, wir belassen es erstmal jetzt bei dem Punkt. Nehmen noch mit ein bisschen Augenmaß die Bereiche um 10.150, 10.060. Das sind jetzt hier von oben auf dieses Dreifach hoch drauf. Das war so vorgesehen, dass er da einmal draufsetzt und wieder nach oben steigt. Das heißt, man sollte da jetzt nicht in Panik verfallen, wenn er genau das macht, was wir erwartet haben. Man hat letztendlich das gemacht, was wir erwartet haben. Wir wollten, dass er von 4.30 wieder zurücksetzt auf die 10.150, um anzusteigen. Momentan ist er wieder genau da drin. Das Einzige, was mir eben nicht gefallen hat, ist die Nervosität zum Handelsende hin. Das passt eigentlich nicht. Das macht er oft, wenn er größere Gaps macht. Und das wäre jetzt blöd, wenn er jetzt zum Beispiel unter 12.060 dann per Gap eröffnet. Und das ist nicht viel Strecke. Also das wären ja nur 140 Punkte. Der hat jetzt hier 500 Punkte teilweise per Gap gemacht. Also wenn er jetzt 140 Punkte abwärts macht und das Gap offen lässt, aua, das kann böse werden. Das kann echt ein böser Mittwoch werden, weil der kann bis 9.500 dann hier runtergehen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, Pufferzone, der würde ich persönlich jetzt noch Möglichkeit geben, sich nach oben zu drehen. Die sollte man sich angucken. Und ansonsten alles, was jetzt hier grüne Kerzen werden, ne? Grünes Aufdrehen, grüne Stundenkerzen und so weiter, müsste man schon nochmal nach oben Raum einräumen, weil diese Ausbruchsbewegung, die Replik dieser Welle hier, und von hier ausgehend, die ist gestartet, also das ist auch nicht von der Hand zu weisen, weil das Korrekturmuster lässt sich so nicht zeichnen, dass das noch mit dazu gehört. Das heißt, da ist das Korrekturmuster, diese Aufwärtsbewegung und jetzt kommt die Replik, diese Aufwärtsbewegung. Zeitlich hat er dafür noch Zeit, vermasselt er das aber, wäre das blöd, weil dann ist das zu Ende und dann gehen ihm hier ganz schön viele Tore schnell zu, technisch gesehen. Ne? Also deswegen geht er aber grün rein, steigt er nochmal, ruhig ein bisschen Anstiegschancen geben, ne? Geben sie dem Raum, gerade 4,50 wäre zumindest erstmal ein guter Schritt, das würde unheimlich viel Neutralität wieder in den Chart reinpass bringen, die sich, also was heißt Neutralität in dem Sinne, dass man sich dann wieder positiv refreshen könnte, positiv wieder aufdrehen könnte, auch einen Überwinden der 10.300 wäre ein gutes Signal, um wieder aufzudrehen, aber das muss jetzt kommen. Also ansonsten erstmal nach unten noch Platz, im Zweifel bis zur 10.060 und wie gesagt, darunter ist Risiko. Na, das möchte ich ihm keine Grenzen geben. Kann sein, dass es sich an der 900 hier fängt, stabilisiert, unten am Gaps, macht er oft und wieder hochdreht, aber es kann auch sein, dass es nicht klappt und wenn der das nicht hinkriegt, dann ist halt auch erst hier die 10.630, die 9.630 wieder. Und dann der Gap close. Also wird eine knappe Kiste, wird eine holprige Kiste wahrscheinlich zum Mittwoch. Schauen wir mal. Grüne Stundenkerzen wären gut. Wären im Sinne eines erneuten Angriffs nach oben. Würden stabilisierend wirken. Würden hier ein bisschen Sorgen vielleicht rausnehmen, dass das ein Fehlsignal war und so weiter. Ich glaube, manche, das sind viele nervös jetzt. Also das, am Abend sah es da nervös aus. Na? Und alles, was da jetzt grün wird, wäre entspannt und das könnte und nach oben dann ein bisschen treiben. Trotzdem ein bisschen vorsichtig machen. Und wie gesagt, die Punkte einfach beachten. Ansonsten, Tageschart hat letztendlich einen,
Ja, es ist fast ein Umkehrs. Man muss es ja fast als Umkehrsignal werten, ne? Also, das im Grunde die Tageskerze, also die hätte Platz bis zum Gap-Close, ne? Nochmal unten ans mittlere Bollinger Band ran. Jetzt oben das Band abgeholt, einmal dran getippt, jetzt runter, wieder in die Mitte. Das wäre denkbar. Also von daher schon ein bisschen Raum auf der Unterseite einplanen. Wenn der sich dumm anstellt, wirklich, also geben Sie dem Raum. Und ansonsten warten Sie die grünen Kerzen ab. Mehr kann ich Ihnen eigentlich zum Mittwoch gar nicht rangeben. Komische Kiste. Also mal gucken, wann wir wieder die ersten grünen Kerzen reinkriegen, wie auch das Gap wird. Vielleicht wird es auch ein Aufwärtsgap, vielleicht sah es bloß komisch aus. Aber es sah komisch aus. Punkt. Es sah komisch aus zum Ende. Ne? Also würde mich auch ein Abwärtsgap jetzt nicht wundern. Und da muss man gucken, wie groß das jetzt wird. Gut, Freunde. Also, wir gucken uns das an. Die Marke ist auf jeden Fall abreagiert. Die ist durch im Tageschart. Dann sollte er das nochmal anlaufen. Jetzt hier, das wäre dann vorbei. Und dann auch hier Platz in die obere Zone auf der Ebene. Und im 2-Stunden-Chart haben wir eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Von daher kann ich jetzt hier schon zumachen. Wünsche Ihnen maximale Erfolge. Gutes Gelingen. Lassen Sie sich nicht so vorführen von dem. Immer schön kommen lassen. Immer auch wieder ein bisschen vor Augen halten. Was haben wir gestern gesagt? Ne? Wo. Wie haben wir es kommen sehen, dann sollte einen das nicht zu sehr überrumpeln und überraschen halt. Ne? Und dann kann man immer mal resetten, bin ich eigentlich noch in der Bewegung, die ich handeln wollte oder nicht. Und immer so ein bisschen im Plan bleiben halt. Ne? Solange Sie im Plan handeln, solange Sie in Ihrem Plan bleiben, haben Sie gute Chancen, profitabel zu bleiben. In dem Moment, wo Sie nur hinterherrennen und wie so ein wild gewordenes Hühnchen da hin und her springen, je nachdem immer nur reagieren auf das, was er macht, dann haben sie eigentlich nur verloren halt, ne? Dann sind sie nicht Herr vom DAX, sondern der DAX Herr von ihnen. Und dann nimmt er sie aus, macht sie alle, bis nichts mehr zu holen ist. Ah, macht er. Also, ich mach aus. Ciao.